Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin der Gerd, ich bin Chefkoch im Gasthof Maxen. Wir sind hier auf dem Berg, bei uns draußen im Biergarten. Es windet leicht, aber es ist trotzdem wunderschönes Wetter. Sonne, ringsherum alles blüht und grün. Und wir wollen Ihnen heute einen Salat vorstellen für Ihr Grillfest, bestehend aus Weißkohl, Paprika, Möhre mit verschiedenen Zutaten. Ganz einfach herzustellen, aber schmeckt ganz lecker. Den Weißkohl handelt üblich in jedem Laden. Wir brauchen heute mal nur die Hälfte. Wird einfach geteilt. Ja. Um den Strunk rauszubekommen, schneidet man einfach gerade runter und schon ist der Strunk weg. Brauchen wir nicht mehr. Bei der anderen Seite ist der Strunk fast weg. Schneiden wir mal eine kleine Ecke ab, das reicht zu. Für den Salat ist wichtig, muss man dazu sagen, es sollte sehr fein geschnitten sein. Nehmen Sie sich die Zeit, lassen Sie es in Ruhe angehen, aber es sollte wirklich fein geschnitten sein. Ja, der Profi weiß, wie das funktioniert, geht ganz schnell. Zu Hause machen Sie es einfach ein bisschen langsamer. Ansonsten einfach ganz feine Streifen runterschneiden, nicht zu groß. Er soll ja mundgerecht sein. Dann schneiden wir dann den Weißkohl fertig. Als nächstes nehmen wir die Möhre. Wir wollen ebenfalls etwas gleich lange Stücken haben, damit es gleichmäßig aussieht. Dadurch tun wir die Möhre einfach, zum Beispiel diese Größe, einfach in 4 Teile schneiden und schneiden ganz feine Scheiben herunter. Wenn sie ihn dann am Ende schneidet man einfach so und dann schneidet man eben so weiter. Ja, das heißt, damit Sie sich nicht in die Finger schneiden, was ja doch nicht ganz so einfach ist. Sie können natürlich auch eine Küchenmaschine nehmen. Muss jeder selber oder manche haben so eine sogenannte Mandoline zu Hause. Das funktioniert genauso gut. Sie brauchen einfach ganz, ganz feine Streifen. So, zum Schluss haben wir noch verschiedenfarbigen Paprika. Ja, einfach weißer Paprika. Gelben Paprika, roten Paprika, grünen Paprika. Das bringt richtig Farbe ins Spiel, sieht immer schick aus. Das heißt, auch diesen Paprika unbedingt so fein, wie es irgendwie geht, schneiden. Ja, Küchenmaschine, alle Helfer, die sie haben können. Oder die Familie kann mitschneiden, da sind die auch beschäftigt. Das alles die Möglichkeiten sollten sie alle nutzen. Weil, wenn die Schneidarbeit erledigt ist, ist das Wichtigste schon getan. Sturm an der Ostfront. So, wir haben es fast geschafft. Letztes Stück Paprika. Sie sehen, ein schönes Farbenspiel. Das kommt jetzt zusammen alles in eine Schüssel. Möglichst eine etwas größer, weil wir müssen noch ein bisschen drin rumrühren. Ja, also schütten wir das alles in eine Schüssel rein. So. Sie sehen, ein schönes Farbspiel hier. Ja. Und das wird mariniert mit einer ganz einfachen Marinade, die besteht aus reinem Naturjoghurt und Mayonnaise. Halbe. Der eine mag es mehr saftiger, der nächste nicht. Das sollte dann jeder versuchen, ein bisschen für sich selber rauszufinden. Ich mag es einfach ein bisschen, wo ein bisschen mehr Saft drin ist. Ne? Für den Anfang einfach probieren. 2 Löffel Mayonnaise. Ja, dann nehmen wir 2 Löffel Joghurt. Aber Joghurt ist natürlich nicht so voll, dann nehmen wir mal 3 dafür. Ja, das wird dann einfach mit dem Schneebesen verrührt. Na, ich denke mir, das wird nicht ganz lang, jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr, wenn man das Verhältnis so sieht. Dann nehmen wir einfach noch einen Löffel Mayonnaise rein und nochmal 2 Löffel Joghurt dazu. Sie können auch, wenn Sie es leichter lieben, mehr Joghurt nehmen und wenn Sie etwas schwerer mögen, eben mehr Mayonnaise. Aber es sollte schon ein gutes Mischungsverhältnis sein, damit auch Geschmack und alles sich überträgt auf den Salat. Ja. Der Salat hat eigentlich durch die Möhre, durch den Paprika und durch den Weißkraut schon einen sehr guten Eigengeschmack. Das Ganze muss etwas binden und das Ganze sollte natürlich auch etwas nicht so derb sein. Deswegen diese Zutaten auch mit dem Joghurt. Ja. Der Clou an der Sache ist, zum Schluss kommt etwas Tabasco rein. Ja. Wir machen kein Salz, kein Pfeffer, nichts rein. Etwas Tabasco rühren wir noch mit runter. Ja, also das gibt auch eine leicht feurige Note. Ja, das haben wir genug gerührt. Und jetzt schütten wir einfach diese Masse in den Salat hinein. Sie
sollten vielleicht diesen Salat, weil er sollte ruhig ein bisschen stehen, also so ganz frisch ist er vielleicht nicht zu empfehlen, damit auch die Stoffe sich besser verbinden, damit er auch etwas weicher wird, ja, weil er sonst einfach zu fest ist durch die Möhre und durch den Weißkraut. Einfach einen Tag vorher machen, ist einfach stressfreier auch für den Tag, wenn Sie grillen zum Beispiel. Ne? Einfach einen Tag vorher den Salat schnell schneiden, zusammenrühren, in ein verschlossenes Gefäß rein und ab in den Kühlschrank 24 Stunden ziehen lassen, wird wunderbar, das kann ich Ihnen versichern. Also ist wirklich eine tolle Sache. Wer es denn noch möge, kann ja gerne noch ein bisschen Salz reinmachen, wenn er will, noch ein bisschen Tabasco. Er kann sich das abwandeln, er kann auch Kräuter reinmachen. Das alles, die Möglichkeiten sind vielfältig, aber es ist ja kein Muss. Sie können, Sie müssen nicht. Ja, das ist unser Vorschlag für Ihr Grillen. So sieht er aus. Ja, schön bunt, schön wirklich, also super. Super lecker, super gesund, auch wenn dort ein bisschen Mayonnaise drin ist. Man sollte das nicht überbewerten. Probieren Sie es einfach mal aus und sagen Sie Ihre Meinung und dann werden wir mal sehen. Und guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de